Sie holen tagtäglich Antisemiten, Homophobe, Kriminelle, darunter auch Sexualstraftäter, direkt in die Sozialsysteme und unsere Gesellschaft. Weil sie die angeblich unschönen Bilder an der Grenze bei der Auseinandersetzung mit jungen Männern scheuen, werden nun die Einheimischen Opfer im eigenen Land. Die Erosion des Rechtsstaats im Freibad steht dafür symbolisch. Und die Mutter aller Probleme, die massenhafte illegale Migration, beklagen seit 2019 auch die Bademeister selbst. In dem Artikel »Wenn Multikulti baden geht« der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 17. Juli, also von diesem Montag, heißt es: Der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagte schon 2019, dass Frauen von Migranten massiv belästigt würden, es eine hohe Gewaltbereitschaft gebe und den Mangel jeglichen Respekts. Zitat Ende. Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, wenn ich das Wort Freibad höre, dann denke ich an Sommer, Sonne, Wasser, Rutschen, glückliche Kinder, Jugendliche und Erwachsene, an Sonnencreme, Sprungtürme und die eine oder andere freundliche Ermahnung, nicht vom seitlichen Beckenrand ins Wasser zu springen. Aber seit Jahren sind die Begriffe, die in der Bevölkerung mit dem Freibad assoziiert werden, die folgenden: Schlägerei, Messerstecherei, Eskalation, Auseinandersetzung und sexuelle Belästigung. Nur ein paar Beispiele aus den letzten Wochen. In Mannheim kam es im Freibad zu einer Massenschlägerei mit 40 Beteiligten. In Malsch wurde ein Bademeister verprügelt und in Stuttgart, Asberg und mehreren Freibädern im Landkreis Esslingen kam es zu sexuellen Übergriffen. Unter den Opfern befinden sich auch Minderjährige. Wie das Innenministerium durch eine kleine Anfrage der AfD-Fraktion festgestellt hat, erfasste die Polizei im letzten Jahr knapp 1200 Straftaten in Freibädern und dabei ist die Zahl der Rohheitsdelikte wie Körperverletzungen um über 25% im Vergleich zu 2019 gestiegen. Meine Damen und Herren, warum ist das so? Liegt es etwa daran, dass der angekündigte Hitzeschutzplan von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach in Verzug ist? Dass in der Folge hitzesensible Senioren einen Sonnenstich erleiden, deswegen Bademeister verbrühen und jungen Mädchen das Bikini-Oberteil herunterreißen? Wenn man wie Bundeskanzler Olaf Scholz nicht weiß, wie hoch die Spritpreise sind und seit 40 Jahren nicht mehr in einem Freibad war, dann kommt man vielleicht auf solche realitätsfernen Erklärungsansätze, die kein Bürger mehr für voll nehmen kann. Die Wochenzeitung Die Zeit hat einen anderen Verdacht und schreibt im Zusammenhang mit Gewalt und sexuellen Übergriffen, dass in Freibädern der Pommespreis steigt. Das sei es kein Wunder, dass da manch ein Badegast durchdreht. Werte Kollegen, ich denke, die meisten hier im Hause werden tief in ihrem Inneren wissen, wie ernst und klar die Lage ist. Trotzdem werden wir hier gleich wieder Reden hören, die uns ähnlich kreative Nebelkerzen verkaufen wollen und sich damit der medialen Verharmlosung von Migrantenproblemen anschließen. Im Gegensatz dazu ist die AfD die einzige Fraktion, die die Realität nicht leugnet und Offensichtliches benennt. Diese Realität sieht nämlich so aus, dass systematische sommerliche Randale in Freibädern nichts ist, was es immer schon gegeben hat, sondern dass es sich um ein Phänomen handelt, das erst in den letzten Jahren in immer größeren Dimensionen zutage tritt. Und zwar ganz konkret spätestens seit 2015, als die CDU-geführte Bundesregierung unter Kanzlerin Angela Merkel die Grenzen für alles und jeden weit geöffnet hat. War man früher derart unsicher im Freibad? Nein, ein ganz klares Nein. Es handelt sich hier jedoch nicht um ein Ausländerproblem. Es handelt sich auch nicht um ein Problem junger Männer. Ganz und gar nicht. Diese Erklärungen greifen nicht. Statt Verallgemeinerungen gilt es, genauer hinzusehen und die Tätergruppen genau zu definieren. Dann lassen sich die Probleme auch wirklich nachhaltig lösen. Die Täter haben zwar auch die Merkmale Ausländer bzw. Migrationshintergrund und auch jung und männlich. Aber es geht noch weiter. Es sind Täter aus bestimmten Kulturkreisen, mittelalterliche, patriarchalische Kulturkreise, denen sie stets kultursensibel begegnen wollen. In diesen sind Frauen, Homosexuelle und vermeintlich schwache Menschen freiwillig. Es wird dort nicht als falsch angesehen, diese Gruppen anzugreifen, zu schlagen, auszurauben oder zur Befriedigung niederer Triebe zu missbrauchen.
Diese klaren Worte müssen sein, auch wenn Sie da jetzt toben wollen. Sie holen tagtäglich Antisemiten, Homophobe, Kriminelle, darunter auch Sexualstraftäter, direkt in die Sozialsysteme und unsere Gesellschaft. Weil sie die angeblich unschönen Bilder an der Grenze bei der Auseinandersetzung mit jungen Männern scheuen, werden nun die Einheimischen Opfer im eigenen Land. Die Erosion des Rechtsstaats im Freibad steht dafür symbolisch. Und die Mutter aller Probleme, die massenhafte illegale Migration, beklagen seit 2019 auch die Bademeister selbst. In dem Artikel »Wenn Multikulti baden geht« der Frankfurter Allgemeinen Zeitung vom 17. Juli, also von diesem Montag, heißt es, der Bundesverband Deutscher Schwimmmeister beklagte schon 2019, dass Frauen von Migranten massiv belästigt würden, es eine hohe Gewaltbereitschaft gebe und den Mangel jeglichen Respekts. Zitat Ende. Die Politik der Worte statt Taten, die Politik der Androhungen statt der Konsequenzen hat dafür gesorgt, dass sich marodierende Migrantenmobs inzwischen alles erlauben und auch keinerlei Respekt mehr vor der Polizei haben. Unsere Polizeibeamten sollen nun auch noch in den Freibädern den Kopf für die verfehlte Politik der etablierten Parteien hinhalten, ohne dabei aber die nötige politische Rückendeckung zu erhalten, um auch wirklich hart durchgreifen zu können. Gerade bei Tätern aus steinzeitlich anmutenden Kulturkreisen kann es nur eine Devise geben. Wer diese Kulturen auslebt, soll das doch bitte zu Hause tun. Hier gilt, Abschieben schafft Sicherheit. Meine Damen und Herren der volksfernen Parteien, über alle Maßnahmen, die von Ihnen nun hektisch ausgebrütet werden, könnte man sich durchaus unterhalten. Schnellverfahren für Randalierer kann man machen. Erfassung der Personendaten am Eingang des Freibads, datenschutzrechtlich fragwürdig, aber vor allem, bevor Sie anfangen, am Eingang des Freibads Kontrollen durchzuführen, kontrollieren Sie doch endlich einmal die Pässe an den deutschen Grenzen. Das wäre doch mal was. Auch Obergrenzen beim Einlass werden diskutiert. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, ohne den fortgesetzten Rechtsbruch, der seit 2015 betrieben wird, gäbe es das Problem jetzt in den Freibädern in diesem Ausmaß nicht. Aber wir alle erinnern uns an die Haltung der damaligen Bundeskanzlerin Angela Merkel, von vielen hier in der CDU immer noch vergöttert. Sie sagte auch dann noch, als das Boot längst übervoll war, wörtlich: Ich halte eine Obergrenze für Flüchtlinge nach wie vor für nicht richtig. Damals war die Obergrenze an den Außengrenzen nicht gewollt. Und heute soll eine Obergrenze für Besucher in Freibädern dafür sorgen, dass diese nicht im Chaos versinken? Merken Sie denn nicht, dass Sie nur noch an Symptomen herumdoktern, anstatt die Ursachen zu beseitigen? Liebe Kollegen, immer mehr deutsche Familien sind von Armut betroffen und können sich keinen Urlaub mehr leisten, dank Ihrer Politik. Da bleibt Familien mit ihren Kindern also nur noch die Möglichkeit, sich in ein städtisches Freibad zu begeben, in dem sie sich durch marodierende Migrantenmobs schlagen oder begrapschen lassen müssen. Oder aber sie ziehen sich, wie die meisten Frauen inzwischen, aus dem öffentlichen Raum zurück. Und schuld daran ist die CDU, die Partei der illegalen Migration. Das ist es nämlich, was Sie mit Ihren rot-grün-gelben politischen Genossen aus unserem Land gemacht haben. Frauen mit Kindern haben Angst, ins Freibad zu gehen. Der inneren Sicherheit steht das Wasser bis zum Hals. Und es geht längst um die Frage, ob Ihre Hilferufe weiterhin ignoriert werden oder ob endlich ein Bademeister in Verantwortung kommt, der Sie vor dem Untergehen rettet. Für die AfD-Fraktion sage ich, für alle Bürger, die für Sonnenschein anstatt Schlägereien ins Freibad gehen, der Rettungsring ist einsatzbereit. Denn Abschieben schafft Sicherheit und in unseren Bädern. Und wer Grenzen schützt, schützt Menschen. Das gibt es nur mit uns, der Alternative für Deutschland. Vielen Dank.